Ja, in LibreOffice kann man auch mit Formatvorlagen arbeiten. Was hat es für einen Vorteil? Ich habe hier zum Beispiel einen Text und dann würde man normalerweise ja so vorgehen. Also alles ist hier auf Standard noch gesetzt. Das hier ist die Schriftart, Schriftgröße und ich gehe dann praktisch händisch her und mache hier entsprechend die Schriftgröße anders. Die Überschrift, die wird dann fett unterstrichen, auch vielleicht um ein bisschen größer. Und auch den Textkörper, da kann ich auch hergehen und kann sagen, okay, den möchte ich in einer anderen Schriftart vielleicht haben. Hier zum Beispiel mit einer anderen Laufweite vielleicht. Und so muss ich mich allerdings dann bei der weiteren Formatierung im nachfolgenden Text immer wieder daran erinnern, was habe ich denn hier entsprechend eingestellt, was war das für eine Schriftart, Laufweite und habe hier immer diese Klicks. Natürlich könnte ich auch hergehen und sagen, okay, ich mache einen Formatübertrag, also ich gehe hier entsprechend rein. Formatierung wird entsprechend geklont. Mal schauen, ob es noch funktioniert. Das müsste hier noch so ein Bug sein. Okay, das hat geklappt. Und auch bei der Überschrift kann ich dann hier entsprechend das Format übertragen. Leichter hingegen ist es, ich mache das mal rückgängig alles wieder, wenn man hierher geht und sagt, okay, für einen Titel gibt es ja bereits eine Formatierung. Ich habe hier also den Titel, ich habe hier bei der Überschrift, Überschrift Ebene 1, Überschrift Ebene 2 kann ich auswählen und Überschrift Ebene 1. Und das hat dann den Vorteil, dass ich später hier zum Beispiel ein automatisch erzeugtes Inhaltsverzeichnis daraus erstellen kann. Auch bei dem Text hier könnte ich hergehen und sagen, okay, Textkörper hat nochmal eine andere Formatierung. Hier ist der Zeilenabstand ein bisschen größer. Und hier kann ich dann in die nächsten Abschnitte reingehen, kann hier auch entsprechend immer sagen, Textkörper. Und dann ist der ganze Text oder dieses ganze Geheft, was ich hier erstelle, in einem einheitlichen Layout. Und zusätzlich, ich kann jetzt also hier noch hergehen, jetzt mache ich keine neue Seite, also normalerweise sollte das Inhaltsverzeichnis auf einer neuen Seite erscheinen. Ich füge das hier oben mal ein, Format, und dann haben wir hier, wo haben wir es denn? Verzeichnisse, Verzeichnisse. Nochmal Verzeichnisse. Und hier kann ich dann sagen, okay, da wird ein Inhaltsverzeichnis eingefügt. Dann klicke ich hier auf OK und dann habe ich hier entsprechend dieses Inhaltsverzeichnis eingefügt. Auch hier schön zu sehen, Überschriftsebene 1, 2, hier mit einer entsprechenden Einrückung. Ja, ich kann mir natürlich eigene Vorlagen auch erstellen. Hier stelle ich erst einmal von hierarchisch um auf Textvorlagen. Das sieht mir leider nicht außerhalb vom Aufnahmebereich. Also wenn hier Textvorlagen steht, dann habe ich hier einmal Standard eingestellt und hier dann entsprechend noch die Überschrift Ebenen. Ich kann jetzt hier immer sagen, neu aus dem Standard. Und dann kann ich hier eine neue Formatvorlage benennen. Ich sage mal Projektmappe Titel. So, und dann kann ich hier entsprechend einstellen. Also zum Beispiel kann ich den Abstand vor dem Text, nach dem Text entsprechend ändern. Die Ausrichtung, die soll zentriert sein. Textfluss, ja, brauchen wir nichts bei der Überschrift. Dann die Schrift selber. Machen wir mal, ja, lassen wir mal die Schriftart und die Schriftgröße, die ändern wir aber noch auf 20. So, dann haben wir hier jetzt also Projektmappe Titel. Ich kann jetzt also hier auf meinen Titel gehen und dann die Projektmappe Titel auswählen. So, das gleiche kann ich auch machen mit den Überschriftsebenen. Ich kann also hier wieder auf Standard gehen, sage ich Neu, dann sage ich Verwalten, aufpassen, Projektmappe Ü1 und hier kann ich dann sagen, okay, der soll ein bisschen größer sein. Machen wir mal 14, auch die Abstände.
So, dann habe ich Ü1 Überschrift. Ich kann ja hier auch noch mal mit Rechtsklick auf Ändern klicken und dann habe ich hier entsprechend noch weitere Einstellungen, die ich hier dann vornehmen kann. So, das reicht mir jetzt erstmal. Ich mache noch eine zweite Überschriftsebene, also neu verwalten, Projektmappe und dann Überschrift 2. Hier sage ich auch Schrift, die soll noch mal einmal auf 13 sein und ich kann ja dann noch mal, was machen wir denn noch? Textfluss, das passt alles. Na gut, lass mal das. So, und dann habe ich hier jetzt Überschrift Ebene 1, Überschrift 2 und Überschrift Ebene 1. So, und dann geben wir hier nochmal ein Inhaltsverzeichnis ein. Einfügen, Verzeichnisse, Verzeichnisse. Und hier müssen wir dann sagen, erzeugen aus, weil es ist ja keine wirkliche Überschrift. Das haben hier wir definiert. Und hier müssten wir dann sagen, erzeugen aus, weitere Vorlagen, Vorlagen zuweisen. Und ich habe hier nochmal meine drei Formatvorlagen, die ich selber erstellt habe. Also hier Projektmappe Überschrift 1, die kann ich dann hier entsprechend vorrücken. Dann Projektmappe Überschrift 2, die rücke ich eine Ebene drunter. Und jetzt, wenn ich sage okay, dann habe ich hier auch wieder mein Inhaltsverzeichnis in dieser Ebene, wie ich es vorhin auch hatte, also Überschrift 1, Überschrift 2 und die Überschrift 2 dann etwas eingerückt.